Herzlich willkommen im Krone.at Sportstudio, wo ich heute dankenswerterweise den Sportchef des SK Rapid begrüßen darf. Hallo Freddy Bickel. Hallo, danke für den Besuch. Ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben. Herr Bickel, es heißt ja, bei Rapid geht es meistens emotional in Extremen zu. Das heißt, entweder ist die Anhängerschaft oder das Umfeld euphorisiert oder zu Tode betrübt. Gehe ich folglich recht in der Annahme, dass im Moment Euphorie pur herrscht bei Rapid nach den letzten beiden Siegen? Ja, ich denke, vielleicht im weiteren Umfeld könnte das so sein. Ja, bei uns sicher noch nicht. Und sonst würde ich auf die Bremse drücken, ganz klar. Ich nehme es auch noch nicht als Euphorie wahr. Es ist eine Freude, jetzt zuzuschauen, wie es rennt, wie es geht. Aber es ist eigentlich das, was wir schon lange erwarten, das Potenzial, das wir abrufen müssen. Und erreicht haben wir grundsätzlich per heute noch überhaupt nichts. Mhm. Aber daraus, wie emotional es bei Rapid zugeht, machen Sie ja kein Hehl. Sie haben unlängst, glaube ich, in einem Sky-Interview auch durchaus offenherzig erklärt, dass Sie in der Stadt auch Anfeindungen ausgesetzt sind, dass Sie alle möglichen und unmöglichen E-Mails erhalten. Gerüchten zufolge sollen sogar die E-Mails, die Sie erreicht haben, nämlich nach dem 2:0-Sieg gegen Salzburg, nicht einmal die alle positiv konnotiert gewesen sein. Was haben Sie denn für eine Erklärung dafür? Ist das ein gesellschaftliches Problem? Und vielleicht gleich die Zusatzfrage, nachgeschossen sozusagen. Warum tun Sie sich das an? Ja, es ist, man könnte jetzt diese Antwort unglaublich lange auch ausdehnen, weil es ist auch sehr, sehr interessant natürlich, das Ganze. Und wieso tust du das an, wenn ich den Schluss nehme? Es ist eine Riesenherausforderung und es ist schon auch ein großer Ehrgeiz, der dann in dir steckt, dass man sich auch in einem solchen Umfeld behaupten kann, dass man auch Erfolge feiern kann, wenn es vielleicht nicht nur immer so einfach läuft. Ich denke, es ist mehr Ansporn als irgendwo, wo du dann das Gefühl hast, das habe ich jetzt nicht mehr nötig oder wieso tue ich mir das an? Und das andere ist dieses negative Gefühl. Ich komme jetzt auch von einem Gespräch mit einem vielleicht möglichen zukünftigen Spieler. Da habe ich gesagt, Sie wissen schon, dass ich jetzt nachhaken muss. Das ist jetzt, klar. Aber, jetzt wollen wir mehr auch, wissen, natürlich. Ich weiß auch, was ich sagen werde. dann habe ich danach erklärt, es ist nicht der Druck, eigentlich, den du da hast oder den viele meinen, die Spiele seien dem Druck nicht gewachsen oder so. Glaube ich nicht. Im Gegenteil sogar. Sie können sehr gut mit Druck umgehen. Aber es ist das Negative. Mhm. Und Wien ist irgendwie, und ich meine das nicht böse und ich liebe diese Stadt, aber das negativ behaftet. Und es ist schon, ich denke, du bist dann jedes Mal, sitzt du da und denkst, das kann nicht sein, wenn du dich für die Gruppenphase Europa League qualifizierst, was ich heute noch für jeden österreichischen oder Schweizer Verein gilt dasselbe, empfinde, ist das was Grosses. Mhm. Kommen die Leute, ja, ihr hattet ja nur Glück und ihr hattet Strebinger im Tor und es ist eh für euch gelaufen. Also dieses berühmte Granteln, das ist mehr als eine Phrase. Freu dich doch jetzt einfach mal und bring das auch so weiter. Oder eben Salzburg ist das Gleiche. Es war wirklich so, zwei, drei Dutzend Mails, sage ich jetzt mit Bestimmtheit. Und ich glaube, es waren zwei positive. Und das aber andere antworten war, Sie diesen Mail, ja, diesen Schreiber? Ja, ich versuche schon immer antworten. Wobei, ich muss aufpassen und muss mir da irgendeine andere Taktik überlegen. Weil was ich jetzt merke, ist, dass mit solchen Mails auch viel Unfug getrieben wird. Mhm. Es ist mir schon bewusst und ich lese immer, was ich schreibe und überlege mir, was ich schreibe. Aber es sind Mails dann, die an Zeitungen, an Agenten, an sonstige Privatpersonen dann weitergegeben werden. Und das ist nicht immer so angenehm. Mhm. Ja. Aber wie nah gehen Ihnen solche Aktionen? Ich meine, ich will es nicht nochmal aufwärmen, aber es gibt ja auch die Geschichte mit den aufgestochenen Autoreifen. Wenn ich es Ihnen an den Kopf werfen darf, ganz wurscht ist es Ihnen ja offensichtlich nicht, weil ich glaube, im Herbst haben Sie ja mitunter schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen geknickt, aber gezeichnet gewirkt mitunter. Ja, war sicher auch gezeichnet. Ich war auch geknickt, aber das hat nichts eigentlich mit dem Persönlichen zu tun. Das hat damit zu tun, dass du eigentlich immer überzeugt warst, dass ein gewisses Potenzial da ist, dass die Mannschaft, die Spieler nicht so schlecht sind, wie sie gemacht werden. Und was kannst du dazu tun, dass sie das endlich abrufen können? Das war dann. Und dann hinterfragst du dich schon auch manchmal, ja, bist du der Richtige, der irgendwo noch mithelfen kann? Das ist dann irgendwann
auch hinbringen? Das ist die Frage. Und das andere meine ich wirklich, das kannst du nicht groß persönlich. Was soll ich jetzt überlegen, ob das ein Fan war oder ob das einer war, der halt Rapid weniger gerne hat oder ob es Zufall war? Das bringt doch, das sind nicht diese Dinge, die du dann groß negativ empfindest. Und geht mir eigentlich gut dabei. Alles klar. Warum haben Sie denn die Vertragsverlängerung noch immer nicht unterschrieben? Zumal Sie ja beteuern, dass eigentlich eh alles geritzt ist, unter Anführungszeichen. Weil er schlicht und einfach noch nicht vorliegt. Mhm. Was aber nichts Negatives oder nichts bedeuten soll. Mündlich sind wir uns einig, wir haben es bekannt gegeben. Wir wissen, dass es 2,5 Jahre dauert. Handschlag ist gemacht. Es ist ein Blatt Papier, das noch fehlt, aber das wird auch irgendwann kommen. Spüren Sie immer den nötigen Rückhalt vom Verein oder den Rückhalt, den Sie sich wünschen? Ich kann mich erinnern, rund um die Hauptversammlung hat einmal Ihr Kollege, hätte jetzt was gesagt, wie ein Ansprechpartner von der Kronenzeitung, der Rainer Bartenschlager, geschrieben, die Wirtschaftsabteilung bei Rapid hätte sie zum Buhmann ernannt, was die ganze Budgetgeschichte angeht. Auch bei der Stürmerverpflichtung ist es ja dann ähnlich gelaufen, wo sie quasi durch die Pressekonferenz erfahren haben, dass jetzt plötzlich Budget für einen Stürmer da ist. Haben Sie da immer die Rückendeckung, die Sie sich wünschen? Ich spüre die Rückendeckung zu 100% im Präsidium. Das ist so, und das ist auch ein von meiner Seite her ein gutes, erfreuliches Zusammenarbeiten, das ist so. Ich weiß, dass die Kommunikation bei uns nicht immer so sehr glücklich ist. Und das stimmt auch, ich spreche das offen an. Für mich ist das Team unheimlich wichtig. Und wir erwarten immer ein Team auf dem Platz. Und wenn du ein Team auf dem Platz haben willst, dann brauchst du daneben ebenso ein Team. Und da musst du es auch vorleben. Und bei uns ist es wirklich etwas schwierig. Wir haben drei verschiedene Standorte. Wenn man dann den Nachwuchs dazu nimmt, die Geschäftsstelle, die Sportabteilung. Und es ist dann schwierig, dass du da wirklich das richtige Team so zusammenbilden kannst. Mhm. Und das gibt dann zwischendurch auch wieder Ritze. Das hat aber nichts mit Personen zu tun oder mit gewollt oder ungewollt oder solche Dinge. Es ist einfach schwierig, das auch so als Team zu leben, wie ich es mir vorstelle. Das ist noch nicht immer so nach meinen Wünschen, denke ich, ja. Weil das Schlagwort Stürmerverpflichtung gefallen ist. Auch das war ja wieder einmal ein Beweis dafür, dass man bei Rapid irgendwie überhaupt nichts unbemerkt von der Öffentlichkeit tun kann, offenbar. Also kaum haben Sie gesagt, ja, wir wollen einen Stürmer, sind alle möglichen Namen schon in den Internet und sonstigen Medien kursiert. Ist auch das ein österreichisches oder vielleicht sogar Wiener Spezifikum oder können Sie von so intensiven Name-Dropping auch aus der Schweiz berichten? So intensiv ganz sicher nicht. Und das hat ganz bestimmt auch mit dem Verein zu tun, der einfach, und das ist ja auch das Gute dran, den jeden hier interessiert, wo jeder irgendwas was wissen will, wo jeder, ob im Negativen oder Positiven, einfach auch berührt. Und was du schon aber spürst hier, es gibt viele Leute, ob es auch Agenten sind oder Fans, die vielleicht dem Verein noch etwas näher stehen oder Verbindungen zum Verein haben, die wollen dann irgendwo auch informiert werden oder suchen sich Informationen und wollen dann diese Informationen auch gleich weiterleiten, damit man sieht, dass sie wirklich dabei sind und halt auch an solche Dinge herankommen. Und dann kommen immer wieder solche Dinge raus, und was natürlich überhaupt nicht gut ist, weil es deine Arbeit unheimlich erschwert. Und Sie sich wahrscheinlich mit Themen beschäftigen müssen, die für Sie gar keine Themen sind. Das ist auch ein Journalist macht sich nie einen Gedanke, was eigentlich passiert mit einem Namen, den er rauslässt. Oder? Weil das führt dann dazu, dass 10 andere Journalisten auch anrufen. Ist das überhaupt so? Dann kommen aber die Agenten, du hast doch gesagt, du willst diesen Spieler, wieso wollt ihr jetzt einen anderen? Oder der Agent von dem Spieler ruft an und sagt, ja, aber ihr habt mich gar nicht angerufen. Du verlierst Stunden mit einem Namen, der irgendwo schnell mal hingetippt wird. Und das macht es wirklich hin und wieder kompliziert. Und auch in diesem Winter habe ich gesagt, es sind Fehler passiert, vor allem, dass es öffentlich wurde. Das haben wir uns selber zuzuschreiben. Aber das Verrückte ist eigentlich, dass wir unglaublich gut vorbereitet waren. Und dass von den 5 Namen, die eigentlich intensiv geprüft und beobachtet wurde, ist dann auch einer, vielleicht etwas zu spät, ja, aber
hängen geblieben. Mhm. Aber es wurden alle sind dann irgendwo halt plötzlich in die Öffentlichkeit getragen worden, gab dann diverse Probleme, aber die Kühe hören auch dazu, da kann es mal geben, dass ein Fitness-Test nicht bestanden wird oder Forderungen plötzlich ein wenig anders sind oder andere Vereine kommen, die eben bessere finanzielle oder größere finanzielle Mittel haben und dann stehst du ohne da. Aber eigentlich waren wir echt gut vorbereitet und hat schon gewisse Dinge gegeben, die es normalerweise nicht gibt in einer solchen Transferperiode. Welche Rolle spielen in diesem Geflecht die Spielerberater oder Vermittler oder Agenten? Wie oft rufen die bei Ihnen an und sagen, Freddy, den kennst du haben, willst du haben? Oder läuft das so? Ja, das läuft schon so. Das ist nicht nur Anrufe, natürlich auch entsprechende E-Mails, also wo du, ich sage jetzt fast täglich, mit Spielern konfrontiert wirst. Das Problem ist, du kannst es ausscheinen, indem dass du sagst, okay, wir brauchen eh nur diese und diese Position oder nur diese Position kommt in Frage und da haben wir vielleicht schon etwas anderes im Auge. Aber trotzdem musst du all diesen Spielen eigentlich nachgehen. Wenn es nur ist, dass dich nicht plötzlich reut, dass du nicht da warst, weil das wirklich was Gutes gewesen wäre. Und es kann dir auch mal passieren, dass dir einer durch die Lappen geht. Oder dass du einen, den du wirklich gerne möchtest, wo du auch weißt, der ist gut, aber es geht nicht, weil es keinen Sinn macht von der Position her. Oder du willst auch die Finanzen nicht zulassen. Sie selbst sind ja mitunter auch Opfer vom Name-Dropping oder vom Spekulantentum an der Transferbörse. Zuletzt sind Sie mit dem Schweizer Verband in Verbindung gebracht worden. Angeblich sind Sie als Nati-Manager im Gespräch. War das so? Ist das so? Das ist eigentlich ganz gut, auch wenn man hin und wieder irgendwo im Gespräch bleibt. Steigert den Marktwert wahrscheinlich, geht oder? Geht mir nicht um den Marktwert eigentlich, nein. Das kann ich so wirklich wegstecken. Aber nein, bin ich ehrlich, tut dir auch gut, wenn du spürst, dass du vielleicht hin und wieder auch gute Dinge hinterlassen hast oder dass man noch an dich denkt und dass du ein oder anderen Ort auch noch gefragt bist. Braucht man schon auch und das tut schon auch gut, gebe ich so zu. Aber also wären Sie jetzt Manager in der Schweiz oder nicht? Du weißt auch immer, auf was du dich konzentrieren musst, wo deine Aufgaben sind und was wichtig ist. Und für den Moment ist wirklich nur Rapid wichtig. Also wäre es heute und morgen kein Thema, sofort zu wechseln. Okay. Ich habe es fast befürchtet, dass ich mir die Zähne ausbeißen werde. Aber ein Versuch war es zumindest wert. Sie sind ja für Ihre Transfers, die Sie bei Rapid getätigt haben, ja nicht ausschließlich bejubelt worden, sagen wir es einmal so. Wie gut tut es. Schön gesagt. Ja, ja. Sie haben es einmal so diplomatisch wie möglich versucht zu formulieren. Wie gut tut es Ihrer Seele, wenn ich es ein bisschen pathetisch formuliere, wenn Sie sehen, dass gerade in den letzten beiden Spielen ein Pavlovic, ein Knasmüller, ein Ivan offenbar doch in Fahrt kommen und, sagen wir mal, sich Ihrem Leistungszenit annähern? Spüren Sie da persönliche Genugtuung? Nein, wirklich nicht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du dich selber einschätzen kannst und mit dir selber im Reinen bist und schaust, was du an dich herankommen lässt, wo du auch Kritik aufnimmst und wo weniger. Es tut dir gut im Sinne für den Spieler, weil wenn du eigentlich siehst, wie ein Gnasi kämpft und seinen Rückstand wegmachen will und nur er als Beispiel, ich könnte jeden nehmen und alles daran setzt, möglichst schnell der Mannschaft auch etwas zu geben. Was aber ganz klar ist, er ist in einem neuen Umfeld, er ist in einer neuen Mannschaft, er hat vor ein halbes Jahr nicht gespielt, er braucht gewisse Spiele. Und dann irgendwo schon in die Kritik zu geraten, das ist nicht nur fair, schreibe es mal so. Und dann freut es dann dich, wenn du dann wirklich spürst, so, jetzt kommt er, jetzt kann er das, was er wirklich kann, was du auch weißt. Und dann tut dir das gut für den Spieler, weil schön ist das auch nicht für den Spieler zu lesen. Man sagt schon immer dann der Sportchef, aber wie weh tut es dem Spieler, wenn er lesen muss, dass er am Fehltransfer ist oder wäre besser oder gescheiter dort geblieben, wo er gewesen war. Also ich glaube, ich kann besser damit leben als irgendein Spieler und ist dann halt oftmals einfach wirklich nicht richtig gegenüber ihm oder auch
Pavlovic, wenn man sieht, er hat über ein Jahr eigentlich nicht mehr gespielt, konnte die Vorbereitung da nicht machen und dann will man ihn beurteilen oder man meint, man kann ihn beurteilen und überschüttet dann ihn mit Dingen, die einfach nicht so sind oder nicht. Ich muss sagen, geht es jetzt in die andere Richtung auch wieder sehr schnell, oder? Nach zwei guten Spielen. Und ich denke heute noch, und ich kann hinter diesen Transfer stehen, die wir getätigt haben, und ich weiß auch, dass jeder etwas mitbringt, was uns auch zum Teil fehlt oder gut tun wird, auch mit Tiban. Das sind ja nochmals, das kannst du gut handeln. Schwieriger wird es, glaube ich, wirklich für die Spiele. Und dann freut es sich für die Spiele, wenn sie mal besser dastehen. Wie viel Entscheidungsfreiheit genießen Sie denn eigentlich beim ganzen Transfergeschehen innerhalb von Rapid? Oder wie viele Leute reden damit oder zugespitzt formuliert machen sich da wichtig? Nein, es ist eigentlich einfach und ist klar abgesteckt. Es ist von Vereinsseite her, das ist eh logisch, eh überall hast du das Budget, das weißt du, in welchen Zahlen dass du dich bewegen kannst. Was nicht so unwichtig ist in der heutigen Zeit und auch ganz schwierig ist als Verein in Österreich. Und das andere ist schon so, dass mir ganz wichtig ist und es wird immer so sein, dass du die Trainer immer mit ins Boot nimmst. Ich habe früher vielleicht auch ein-, zweimal einen Fehler gemacht, Spieler zu holen, die der Trainer nicht unbedingt will. Und das kommt jedes Mal ganz schlecht raus für den Spieler, für die Mannschaft, aber auch für dich selber natürlich. Und die Trainer, da müssen wir uns einig sein, die müssen mit ins Boot sitzen. Und ein Transfer wird erst dann getätigt, wenn alle auch dahinter stehen. Sie haben unlängst gemeint, man müsse im Sommer fast mit dem einen oder anderen Abgang rechnen, speziell nach der Performance auf europäischer Ebene. Von wem sprechen Sie denn da? Wen haben Sie denn geistig schon abgehakt? Ich denke nicht, dass ich diese Namen unterstreichen muss oder noch mehr interessant machen muss, aber jeder, der etwas Fußball schaut, wäre aber spannend, etwas, wenn Sie das täten. Ja, kennt ja. Ich denke, es kann jeder am Bildschirm, jeder zu Hause weiß schon selber, welche Spieler das interessant sind, welche weniger interessant sind. Das ist, glaube ich, klar. Und dann für die, die es nicht wissen, den muss ich es nicht noch auf dem Silbertablett präsentieren. Okay, ein solcher Name ist, nehme ich einmal an, Stefan Schwab, dessen Vertrag läuft 2020 aus. Ich glaube, Sie sind bemüht, diesen vorzeitig zu verlängern. Wie ist diesbezüglich der aktuelle Stand? Ja, ist mir eigentlich immer wichtig, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt auch in etwa Bescheid weiß über die Zukunft. Wir haben auch diesen Winter eigentlich alles so vorbereitet, dass wir eigentlich nur noch einen offenen Punkt haben, was das Kader betrifft. Das ist Ivan, alles andere ist abgeklärt und das ist richtig so über den Sommer hinaus. Und es ist auch richtig so, dass jetzt im Frühjahr eigentlich alle Verträge, nicht nur bei Schwabi, die 2020 auslaufen, dass du dir jetzt schon darüber Gedanken machst und die ersten Gespräche führst. Bei uns ist die Situation natürlich etwas speziell, dass man es etwas nach hinten geschoben hat, weil vor der ersten Aprilwoche wissen wir nicht, ob wir in Göpp noch dabei sind. Wir wissen heute noch nicht, ob wir im unteren oder oberen Playoff sind. Und das sind schon alles Gedanken, die du auch mit einbeziehen musst in solche Vertragsverlängerungen. Aber das kann man sicher sein, ab der ersten Aprilwoche wird dann Gas gegeben. Okay, da sind wir sehr gespannt jedenfalls. Wer soll denn neuer Rapid-Präsident werden? Ich bin wirklich, wirklich froh, muss ich mich nicht um das kümmern oder Gedanken darüber machen muss. Ich will mich da auch nicht, ganz bewusst nicht einziehen lassen. Ich bin nicht für die Politik verantwortlich, ich bin für das Sportliche verantwortlich und möchte mich auf das auch konzentrieren. Ich hoffe, das wird dann wiederum ein guten Präsident. Ich weiß, dass unser Präsident sehr große Fußstapfen hinterlassen wird, dass es schwierig wird, dort hineinzutreten. Und daher wird es bestimmt. Aber Sie bleiben bei Rapid unabhängig davon, wer neuer Rapid-Präsident wird? Das hat ja nicht nur mit mir zu tun. Ich denke, da kann dann aber der aus Präsident, Ihrer Position heraus würden Sie so argumentieren? Ja, es gibt vielleicht noch die eine oder andere Legende, die Präsident werden könnte. Und die hat dann sicher nicht den Wunsch, mit mir weiterzuarbeiten. Also, sollen wir jetzt wieder Name-Dropping betreiben? Nein. Und dann wäre es wahrscheinlich beidseitig
Kritik, dass man sich eher nicht eine gemeinsame Zukunft wünscht. Das kann passieren, aber ich denke, auch mit dem musst du offen umgehen und das offen ansprechen. Und daher ist ja auch gut, wenn man zwischendurch hin und wieder noch irgendwo im Gespräch ist, weil man ja nie weiß, was dann vielleicht mal passieren kann in ein paar Monaten. Okay. Ich mag zum Abschluss vielleicht noch ein Thema ansprechen, das nicht unmittelbar Ihre Arbeit bei Rapid betrifft, aber für Rapid vielleicht trotzdem interessant sein kann, weil das Thema Kommerz bei Rapid ja mitunter durchaus emotional diskutiert wird. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie internationale Phänomene beobachten, denen zufolge bei Clubs Destinationen als Sponsoren einsteigen, in denen die Menschenrechte vielleicht nicht immer den höchsten Stellenwert genießen, wenn in der Premier League Clubs für die Ballkinder Kohle verlangen sozusagen, wenn es in internationalen Ligen mitunter, ich glaube, fast 5 verschiedene Anstoßzeiten gibt oder noch mehr. Plump gefragt, wie geht es Ihnen damit, dass der Fußball immer mehr zum Geschäft wird? Ist echt ein Problem, weil ich habe schon einige Jahre hinter mir oder bin schon ein älteres Semester. Und ich habe den Fußball auch noch geliebt, als vielleicht Kommerz noch nicht so sehr groß war. Und du bleibst irgendwo ein Romantiker und träumst von diesen Zeiten. Aber es ist schon auch so, dass du auch mit der Zeit gehen musst und dass du auch weißt, dass das dazu gehört. Sonst hast du gar keine Chance mehr, irgendwo zu bestehen. Das sind ganz schlimme Sachen, die eigentlich laufen. Auch nur schon TV-seitig. Man muss sich mal überlegen, es gibt in Afrika schon x Länder, die ihren eigenen Fußball nicht mehr übertragen, weil halt der englische Fußball mehr zählt und sie dort dann die Rechte einkaufen. Und da geht natürlich nicht nur der Fußball kaputt in einem solchen Land, sondern da sind dann viele andere Dinge noch, die daran hängen. Und daher bin ich schon auch immer skeptisch, aber eher etwas auf der Bremse. Nur ich alleine wird es auch nicht aufhalten können und ich weiß auch, dass das dazu gehört und man das heute braucht. Es ist einfach wirklich wichtig, dass man sich immer bewusst ist, wo lässt man sich wie weit verkaufen, wie bleibt man sich selber auch, sich selber treu. Und das ist oftmals ein etwas schwieriger Grad. Also wir leben jedenfalls in spannenden Zeiten. Schafft es Rapid über den ominösen Strich? Das sage ich Ihnen am Sonntag in einer Woche. Blöde Frage, gescheite Antwort. So lassen wir das stehen. Herr Pickel, vielen Dank. Danke, ich kann Ihnen nicht wünschen, dass Sie es über den Strich schaffen. So muss ich schon objektiver Journalist bleiben. Aber alles Gute für Saisonfinish. Das kann ich allemal Ihnen wünschen. Also danke, vielen Dank für den Besuch. Und bei Ihnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.